Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute habe ich mal wieder einen riesen Einkauf für Weight Watchers getätigt. Beziehungsweise, Achtung, falls ihr nicht widerstehen könnt, es sind auch Sachen für meine Cheat Days dabei. Wer mich kennt und schon ein anderes Video von mir gesehen hat, ich verlinke es euch gerne mal. Ich mache immer 2 Cheat Days pro Woche. Also nicht wundern, ich sage das euch aber auch vorher, dass das halt nicht so punktefreundlich ist, würde ich sagen. Wir starten einfach mal mit der kleinen Tüte und zwar war ich bei Aldi und bei Real. Das ist hier meine Tasche mit den Real-Sachen. Und zwar fangen wir da einfach mal an mit so einem, das hörte sich mega lecker an, Cappuccino-Kokosmandel. Der wird auch nur mit heißem Wasser aufgegossen. Das heißt, ich spare schon mal die Punkte für die Milch. Und der ist auch sehr punktefreundlich. Ich habe gehört, ich darf hier keine Punkte mehr nennen. Ich weiß es nicht. Wurde mir jetzt nicht explizit gesagt, aber sollte man wohl lassen von Weight Watchers Seiten aus. Deswegen keine Punkte. Wenn ihr irgendwie was Spezielles fragen wollt, ich sag euch das gerne so. Dann habe ich die gefunden. Mega cool. Und zwar sind das Reiswaffeln mit Schokolade. Und das Gute ist, bei Real kann man auch wirklich scannen. Das heißt, also ich weiß halt auch, dass die ziemlich punktefreundlich sind. Das finde ich immer so ein bisschen schade bei Aldi, weil die haben auch super viele coole neue Sachen, die ich ausprobieren wollen würde. Aber das Problem ist halt einfach, dass die Internet dazu lassen in ihren Läden und ich das dann nicht scannen kann. Das ist für die Kinder hier, zum Beispiel eine Monsterbacke. Ist jetzt nicht so punktefreundlich, ebenso wie diese Schokobons nicht. Und ja, das zeige ich euch gleich, was ich hier noch mitgenommen habe. Und Buenos. Wie gesagt, wir haben auch Cheat Days und dafür sind die halt einfach gedacht. Das ist so ein Zwiespalt, sage ich mal. Ich nutze die eher für meinen Cheat Days. Ihr könnt die aber auch super als Topping über ein Overnight Oat, über ein Porridge oder sowas machen. Da nehmt ihr natürlich nur wenig und dann sind sie auch Punkte okay, sagen wir es mal so. Die haben schon relativ, die hauen schon rein, ist jetzt nicht wie normale Schokolade, aber so eine kleine Tüte hat schon irgendwie, sagen wir mal, über 10 Punkte. Nicht viel über 10, aber die ist schon auf jeden Fall recht punktelastig und da sind nur 40 Gramm drin. Aber ich liebe die einfach von Pook und zwar sind das die Thai-Kokosnuss-Chips mit Chocolate Sea Salt. Die sind einfach so geil. Ich kaufe die im Moment jede Woche. Leider gehen die bei Real raus. Mir hat aber ein Follower bei Instagram gesagt, dass es die wohl auch bei Primark an der Kasse gibt. Und das relativ günstig für 1 Euro oder so. Also bei Real sind sie auf jeden Fall teurer. Falls ihr mir bei Instagram nicht folgen solltet, da bekommt ihr übrigens alle Rezepte immer zu Weight Watchers, zu Thermomix und sowas alles. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Einfach nur auf den Pfeil drücken. Aber ansonsten könnt ihr mich auch unter Testy Tasty suchen. Dann habe ich was Cooles gefunden. Oder wo wir gerade beim Cheat Day sind, zeige ich euch noch eben dieses eine Produkt hier, was ich mitgenommen habe. Denn das muss auch immer mit uns war, sind das Kokos Flakes. Meine Cheat Days bestehen sind sehr kokoslastig, weil Kokos tatsächlich sowas ist, was relativ viele Punkte bei Weight Watchers hat. Und das, ich liebe Kokos einfach. Und den wollte ich eigentlich auf dem Weg zu Real trinken. Den hatte ich in meiner Tasche. Als ich, den habe ich also bei Aldi mitgenommen und wollte den auf dem Weg zu Real trinken, habe ich vergessen. Mist. Dann habe ich was Cooles gefunden und zwar von Franconia. Und das ist eine No Added Sugar Schokolade. Das heißt, die ist mit Süßungsmitteln, also nicht mit Zucker. Was haben wir drin? Maltit und Inulin, keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall cool. Auch nicht super punktefreundlich, aber punktefreundlicher als andere Schokoladen auf jeden Fall. Und dann habe ich hier was mitgenommen, das musste ich unbedingt haben. Fand ich jetzt relativ teuer bei Real für 5 Euro. Aber ich wollte sie halt jetzt machen, weil ich euch das auch zeigen wollte, weil ich mache so geiles Eis. Das ist so mega, mega lecker. Aber dafür nehme ich euch jetzt mit. So, und zwar nehmt ihr euch einfach Speisequark, Magerquark oder halt auch Skier hat halt 0 Punkte, ne? Das ist halt mega cool und macht dann so, ich würde sagen, ein halber Becher müsste reichen. Wobei, ich kann auch jetzt den ganzen nehmen. Die Kinder essen das auch immer super gern noch so als Joghurt. Pack das hier rein. Dann gebe ich einen Schuss Mineralwasser dazu. Ich mache es sonst im Thermomix, ich will es euch einfach nur mal kurz zeigen, so ohne Thermomix. Und habe dann diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, zwar sind das Flaves, die Aromapulver. Ich kann es vorher nicht, ich finde es mega geil. Also wir essen jeden Tag mittlerweile hier so einen Stracciatella-Quark und das für 0 Punkte. Und da ist wirklich hier schon so ein Messbecher bei, da nehme ich einen komplett gestrichenen und mache noch einen halben mit dazu. Weil ich jetzt einfach ein bisschen mehr genommen habe. Da steht aber auch noch eine Angabe. Ihr könnt es zum Backen nehmen, ihr könnt es zum, für Eis, wie gesagt, nehmen, für Joghurts, für so vieles einfach. Milch schmeckt super gut damit. Ich habe halt zum Beispiel auch so ein Schokopulver. Damit mache ich Kakao. Also es schmeckt einfach mega, mega gut. Dann nehmt ihr euch einfach einen Rührbesen.
Genau, und rührt es halt wirklich so zu einer Masse. Ihr könnt das dann halt mit einem Löffel oder so einfach in eure Eisformer, Förmchen geben, in eure Eisformer. Je nachdem, wie ihr es mögt. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen flüssiger machen. Dann geht es auf jeden Fall besser rein. Ich mag es aber auch so und ich habe halt so eine Proteinmenge dann noch mit drin in dem Eis. So, und das Praktische ist, man kann diese einhaken. Das heißt, die stehen alle wirklich so zusammen parat. Wenn ihr die Flavesty-Pulver haben möchtet, könnt ihr gerne meinen Rabattcode benutzen. Dann bekommt ihr sogar noch 10% bei Flavesty. Ich verlinke euch am besten alles in der Infobox, da ist es ein bisschen übersichtlicher. Schaut da einfach mal rein, die haben halt mega geile Sorten, auch Kinderschokoladen-Style und was weiß ich, Raffaello. Ihr müsst auf jeden Fall mal reingucken, auch wenn ihr euch die nicht holt, guckt rein, das ist mega. So, da bin ich wieder vom Eis machen. Jetzt geht's mit der richtig großen Tüte weiter. Und da darf natürlich nicht fehlen, Corny Free, und zwar in zweifacher Ausführung. Leider haben wir bei Aldi, das ist jetzt übrigens alles von Aldi hier, nur noch die Schoko. Ich weiß nicht warum, früher hatten die auch mehr Sorten. Ihr wisst, sehr punktefreundlich. Eine gute Alternative zu den Weight Watchers Riegeln, denn die sind ja doch sehr hochpreisig, muss ich sagen. Cheat Day, Leute, kein punktefreundlicher Snack. Die liebt mein Mann. Dann, wo wir beim Cheat Day sind, auch nochmal hier Schoko und Keks. Ich mache die ganz schnell weg, ich kenne das. Wenn man das sieht, kriegt man nämlich Hunger. Und jetzt kommen wir mal wieder zu ein bisschen punktefreundlicheren Sachen. Und davon habe ich eine ganze Menge mitgenommen bei Aldi, denn die gehen halt langsam auch so in die Richtung. Und zwar diese Mini-Reiswaffeln. Die sind echt super punktefreundlich und ihr habt halt coole Sorten. Nicht nur dieses Natur, sondern halt auch Apfel und Popcorn kann ich euch sehr ans Herz legen. Sind sehr, sehr lecker. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Ja, bisschen Obst natürlich auch immer, ne? Habe ich hier Äpfel. Ich mag immer ganz gern die Braeburn-Äpfel. Die sind so ein bisschen süßer, aber trotzdem, ne? Keine Punkte. Und ich sehe gerade, mir sind die Erdbeeren zermatscht. Da muss ich die gleich auf jeden Fall noch fertig machen. Die hatten so ein Kilo. Finde ich ganz cool. Wieder regional. Mag ich immer ganz gerne. Kaufe ich bevorzugt zu anderen Lebensmitteln. Und dann habe ich aber auch nochmal Erdbeeren gefroren mitgenommen, denn ich habe Pyjama... Oh, hi. Das ist Janik, das ist mein Mann übrigens. Denn ich habe Pyjama-Party und ich wollte eine coole Bude machen. Und dafür finde ich immer, sind die ganz geeignet, weil erstmal kann man die statt Eiswürfeln benutzen und zweitens muss man die nicht entstielen und waschen. Dann habe ich was mitgenommen, das fand ich auch ganz cool. Ich suche gerade das Pendant dazu. Ach, hier sind auch nochmal Reiswaffeln. Also ich habe mich echt eingedeckt. Ich mache immer Wocheneinkauf irgendwie. Außer wenn ich halt, ja so, also die Sachen, die ich abends koche, die muss ich immer an dem Tag holen. Ich weiß nicht, warum geht es euch da auch so. Also da kann ich nicht planen, weil ich muss gucken, worauf habe ich Bock, will ich was Neues machen, will ich ein Rezept für Instagram machen. Aber so Snacks und sowas, was man immer im Haus haben muss, beziehungsweise halt auch Obst und so, das kaufe ich halt immer so als Wocheneinkauf. Und zwar sind das Puffulettis. Davon schwärmen ganz, ganz viele, die Weight Watchers machen. Und zwar mit Apfelgeschmack. Die haben ein bisschen mehr als diese gängigen, aber ich zeige es euch gleich. Ich hoffe, ich finde die gleich, denn ich habe sowas Geiles gefunden, Leute. Bananen. Nein, das ist das nicht. Aber ich habe auch Bananen mitgenommen. Und zwar in doppelter Ausführung, denn ich brauche viel Bananen. Wer mich kennt und mir bei Instagram folgt, der weiß, ich mache immer diesen Schoko-Bananen-Shake. Das ist der absolut geilste Shake für wenig Punkte, Leute. Guckt euch den an. Und dafür nehme ich immer Bananen sowieso für die Kinder. Die essen die gerne so, aber ich friere mir die auch immer in Stücken ein für diesen Shake halt einfach, damit der richtig eisgekühlt ist, wie so ein Milchshake. Dann habe ich hier Thunfischfilets und zwar im eigenen Saft, damit die auch quasi gut haben. Jetzt haben wir hier eine Menge Skier, Leute, eine Menge Skier. Wie gesagt, das Eis mache ich damit, ich mache meine Joghurts damit selber mit diesem Aromapulver von Flavesty. Ich mache super viel mit Skier einfach. Ich koche teilweise sogar damit. Da findet ihr auch ein Rezept bei Instagram. Also Skier ist auf jeden Fall immer gängig. Ich mag Kleintacken auch lieber als Magerquark, muss ich sagen. Skier. Noch mehr Skier, überall Skier. Dann habe ich mitgenommen, ich suche halt immer so das zweite, damit ich euch nicht irgendwas doppelt zeige. Ja, fettarmen Schafskäse. Und zwar wollte ich fettarmen Börex mal machen und habe schon hier Filoteig, beziehungsweise Jufka, ist ja quasi dasselbe, glaube ich. Klärt mich auch, wenn es nicht so sein sollte. Für mich ist es immer so dasselbe. Wollte den da reinmachen, dann wollte ich die im Backofen ausprobieren, weil sonst werden die in der Pfanne richtig ausgebraten. Geil, Leute, auf jeden Fall. Aber wir wollen ja Punkte sparen und deswegen versuche ich ja immer zu tüfteln, was so punktefreundlicheres einfach zu machen ist. Und da habe ich das gefunden, was ich euch gerade eigentlich zeigen wollte. Die Tüte ist so voll, Leute. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Video geht. Und zwar Puffuletti mit Käsegeschmack. Mega geil, oder? Also ich habe tatsächlich noch nicht die Punkte gecheckt, aber ich weiß, dass die alle immer zeigen, dass die punktefreundlich sind. Deswegen müssen die punktefreundlich sein, Leute.
Wenn ihr die App habt, dann könnt ihr das ja selber gerne mal schauen, wie viel die haben. Und dann war ein Tomatenangebot, die brauche ich für immer irgendwie was. Keine Ahnung, hier der Tisch ist einfach schon voll. Ich lege einfach das mal auf den Boden jetzt. Passierte Tomaten genauso, die sind ja auch immer so ein Zero-Lebensmittel. Und wie fliegt hier alles runter, Leute? Okay, kommen wir mal. Müllbeutel, nicht so super interessant. Dann habe ich was Cooles gefunden. Weiß ich nicht, ob das jetzt punktefreundlich ist. War jetzt auch eher so für meinen Mädelsabend gedacht. Und zwar Gurkenwasser. Also so ein Tonic Water mit Gurkengeschmack. Und das bei Aldi fand ich cool auf jeden Fall. Musste mit, weil ich trinke ganz gerne so Gin Tonic. Und da hatte ich schon Angst, dass es geschmolzen ist. Es ist auch schon leicht angeschmolzen. Für meinen Cheat Day ein Honey Walnut Eis. Beziehungsweise werde ich das mit meinen Kindern wahrscheinlich eh wieder teilen. Wie immer. Genauso für den Cheat Day habe ich heute auch Backbrötchen mitgenommen. Wir wollten einfach mal warme Brötchen essen. Ich hatte aber keinen Bock selber zu backen irgendwie heute mal, weil Cheat Day ist auch ein bisschen Faulenzertag für mich. Ich koche ja jeden Tag frisch. Und deswegen haben wir heute einfach Aufbackbrötchen genommen, nehmen gleich geile Wurst und so und ja, Käse. Und da habe ich auch natürlich noch Croissants mitgenommen zum Aufbacken, Leute. Wo wir dabei sind, komm, machen wir noch ein paar Cheat-Sachen, bevor es wieder zu den WW-Sachen geht. Und zwar habe ich hier diesen Hugo-Rhabarber gefunden für den, für meine Pyjama-Party. Lachgummis für die Kinder. Ich brauchte, ach, guck mal, hier ist auch der zweite Feta Light. Dann auch nochmal der zweite Bokenwasser hier, ne? Und dann habe ich hier auf jeden Fall, das finde ich richtig cool, boah, das war auch so schwer einfach, Melone mitgenommen. Und ich finde das so cool bei Aldi, dass die diese kleinen Melonen haben, weil das reicht locker. Wir sind zu viert und die Kinder essen gern Melone. Dass man halt eine halbe so nimmt, wenn alle, und da werden tatsächlich alle von satt so als Snack. Also ich weiß nicht, was die Leute mit so riesen Melonen machen, keine Ahnung. Hört sich jetzt auch an, Riesenmelone. Schokojoghurts für die Kinder, für Cheat Day, sonst essen die auch tatsächlich meine mit, mein Skier und so. Bio-Zitronen immer da für Infused Water oder ich mache ja ganz viel Tee und da gebe ich immer sehr gerne so Zitronenscheiben mit rein. Und dann haben wir hier noch mehr Skier und da habe ich eine coole Variante gefunden. Also das ist noch der normale. Ich glaube, die Kassiererin dachte auch, was will sie mit so viel Skier? Ihr seht, ich bin richtig planlos, wo ich hier alles hinstellen soll. Und zwar Skier mit Honiggeschmack. Das fand ich ganz cool. Tatsächlich weiß ich gerade nicht die Punktzahl, aber ich habe es verglichen und die Nährwerte sind jetzt nicht so abweichend, dass man sagen würde, der müsste jetzt hier richtig reinhauen oder so. Also keine Ahnung. Ich vermute jetzt einfach mal so eine 4 vielleicht. Ich weiß es aber nicht genau. Müsst ihr dann einfach scannen mal in der App oder eingeben. Himbeeren brauchen wir immer. Wir lieben Beeren in allen Formen und Farben. Außer Heidelbeeren, die schmecken irgendwie nach gar nichts mehr. Geht es euch da auch so, finde ich? Ich bin schon voll zugestellt. Eigentlich sieht man einfach nur noch meine Augen. Joghurt 0,1, auch ein Zero natürlich. Den brauche ich auch. Und dann für den Cheat Day habe ich nochmal die mitgenommen. Die sind so geil, falls ihr die noch nicht probiert haben solltet und ihr Cheat Day macht. Sonst natürlich nicht essen, Leute, ne? Die sind, das sind Cashew-Erdnussmix mit Honig und Salz. Die sind mega geil. Und ich finde das so cool, dass es die auch bei Aldi mittlerweile gibt. Und dann habe ich noch mal vor heute Abend, wo wir die warmen Brötchen haben, einen Peperoni-Aufstrich gemacht. Weil, wie gesagt, ich bin heute echt ein bisschen faul zu kochen, weil ich sonst die ganze Woche immer koche. Sonst mache ich auch Dips und so weiter natürlich alleine selber im Thermomix. Aber heute mal fertig sind wir unterwegs. Currypulver brauchte ich noch. Und falls ihr leckere Currywurst machen wollt, dann könnt ihr auch einfach so eine Null-Punkte-Wurst nehmen. Die ist jetzt aus unserer Metzgerei. Ich weiß nicht, falls ihr aus der Müllern an der Ruhr seid, könnt ihr die hier auch bekommen, auch als Aufschnitt. Ansonsten müsst ihr vielleicht mal bei eurem Metzger fragen. Brauche ich mal ganz viel, weil ich halt auch viel so ein bisschen orientalisch bzw. auch asiatisch koche. Und dann habe ich natürlich Magnesium mitgebracht, denn ich glaube, wir werden was trinken an der Pyjama-Party. Und das hilft mich vom Kater. Das hilft mich vom Kater. Das hilft mir. Das bewahrt mich vom Kater. So, jetzt habe ich es. Und dann habe ich an der Kasse noch was mitgenommen. Das finde ich cool, weil in der Kasse snackt man immer so schnell. Also man greift so zu ungesunden Sachen. Und da hatten jetzt Eiweißriegel liegen. Punktetechnisch, keine Ahnung. Eiweiß hört sich immer gut an, hat meist auch weniger Punkte als sonstiges. Und zwar einmal mit Himbeergeschmack und einmal Vanillegeschmack. So sehen die aus von Multinorm. Fand ich sehr cool. Und jetzt haben wir es auch endlich geschafft. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange dieses Video ging. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht blende ich euch noch ein paar Rezepte ein. Ich muss mal schauen, wie das so machbar ist. Ansonsten natürlich gerne bei Instagram reinschauen. Unten in der Infobox ist alles genauso wie die, wie meine Proteinshakes, die ich immer trinke. Da findet ihr das einfach, auch einen Link dazu. Und natürlich das Flavesty-Pulver auch. Guckt da rein.
Der macht richtig, richtig geile Sachen. Ist übrigens so ein Ein-Mann-Betrieb, fände ich schön, wenn ihr den unterstützen würdet, anstatt so einer großen Firma. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Im Moment kommen nicht so viele, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, aber ich lege meinen Fokus im Moment ein bisschen auf Instagram, auf die Rezepte und sowas. Aber es wird natürlich immer mal wieder was geben. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, Daumen hoch, Abo-Knöpfchen drücken und einen netten Kommentar schreiben. Ich sag tschüss und bis dahin, eure Laura.